Wir von Reporter ohne Grenzen haben mehrere hundert Seiten vertraulicher Verhandlungsdokumente vorliegen aus Berlin und Brüssel. Ja, das ist ein Offenbarungseid für die Bundesregierung. Überwachungszentren, Spähsoftware, Abhörsysteme. Überwachungstechnologie ist ein europäischer Exportschlager. Dank dieser Technologien wurden auch digital hochgerüstete Regime wie Syrien, Marokko oder Libyen in die Lage versetzt, die eigene Bevölkerung zu überwachen, Aktivisten zu verfolgen und Geräte von kritischen Journalisten abzuhören. Jahrelang waren die Geschäfte dieser Industrie völlig dereguliert. 2016 erkennt die Europäische Union Handlungsbedarf. Sie startet eine Initiative, um den Handel der europäischen Überwachungsindustrie mit autokratischen Regimen zu stoppen. Auch die deutsche Regierung lässt keinen Zweifel daran, dass der Handel mit Überwachungstechnologie künftig schärfer reguliert werden muss. In einer Pressemitteilung von 2015 lässt sich der damalige Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel mit den Worten zitieren: Bislang sind die europäischen Regelungen für den Export solcher Technologien in andere Länder lückenhaft. Wir werden uns in Brüssel, aber auch international für zügige europäische und weltweite Regelungen einsetzen. Wie sich jetzt herausstellt, ist von den einstigen Versprechungen heute kaum etwas übrig geblieben. Wir von Reporter ohne Grenzen haben mehrere hundert Seiten vertraulicher Verhandlungsprotokolle vorliegen, die zeigen, dass auch die deutsche Bundesregierung sich in den Verhandlungen in Brüssel sich teilweise gegen schärfere Kontrollen beim Export von Überwachungstechnologie ausgesprochen hat. An manchen Stellen haben sie taktisch unklug agiert in den Verhandlungen, sodass leider zu befürchten steht, dass keine der zentralen Verbesserungen zum Schutz der Menschenrechte vor Überwachung verwirklicht werden kann. Die Protokolle machen deutlich, dass für die Bundesregierung in den Verhandlungen mit der EU, anders als behauptet, vor allem Industrieinteressen vorrangig sind. Zur sogenannten menschenrechtlichen Auffangregelung heißt es dort lapidar: kein Bedarf. Konstantin von Notz war einer der ersten, die das Thema auf die Agenda gebracht haben. Seit 2011 kämpft er gemeinsam mit Parlamentariern aus Fraktionen der Opposition für eine wirksame Kontrolle. Ja, es ist maximal kurzfristig, wie die Bundesregierung agiert. Aus Menschenrechts- und auch aus ethischen Gesichtspunkten braucht man solche Exportverbote. Wir können nicht solche gefährlichen Instrumente in die Hand von Leuten legen, die damit Menschen direkt in die Folterkeller führt. Im November treffen die Mitgliedstaaten zur letzten Sitzung zusammen, um über ihre Positionen abschließend zu beraten. Es droht, dass keine einzige menschenrechtliche Forderung verwirklicht wird. Maßgeblich dafür verantwortlich ist das taktische Fehlverhalten der Bundesregierung, die für Industriepositionen schnell die Möglichkeit verspielt hat, in der aktuellen Phase noch eine Art Verhandlungsmasse zu haben für Menschenrechte, für Pressefreiheit. Also digitale Überwachung ist für Journalisten wirklich eine enorme Gefahr, die häufig auch eine Vorfeldmethode ist für wirklich auch physische Gefahren wie Folter. Und deswegen ist es auch wirklich erschütternd, dass die Bundesregierung sich hier in Brüssel teilweise aktiv gegen bessere Regeln beim Export dieser Technologie eingesetzt hat. Das muss anders werden. In der letzten Verhandlungsrunde jetzt im November muss Deutschland auch sein enormes ökonomisches Gewicht in die Waagschale werfen, um sich hier nochmal auf den letzten Metern für strengere Kontrollen einzusetzen und ja, letztlich retten, was zu retten ist.